Die Aktienmärkte schwanken in der Corona-Krise eigentlich ständig zwischen den doch ziemlich düsteren Fakten und einer irgendwie gearteten Hoffnung, dass diese Fakten bald vorbei sein werden, sich ändern werden, dass der Lockdown bald irgendwie komplett vorbei ist, dass wir zu einer Art Vor-Corona-Zeit zurückkehren könnten. Und die Aktienmärkte sehen dann auch zusätzlich in gewisser Weise die Notenbanken als Brücke zwischen diesen Fakten und der Hoffnung auf eine andere Realität. Die sollen sozusagen den Übergang ermöglichen durch diese Liquidität. Die Frage ist nur, kann man mit Liquidität zusammenbrechende Lieferketten, kann man zusammenbrechende Geschäftsmodelle durch Liquidität, durch Einspritzungen, durch Löschen von einem Brandherd nach dem anderen wirklich beseitigen? Das ist die große Frage, die sich stellt. Meine Vermutung geht, das kann man wahrscheinlich nicht machen. Das Problem, das dann aus dieser Gemengelage zwischen Fakten, Hoffnungen und der Notenbanken, vor allem der Fed als Brücke, entsteht, ist ja, sind die Bewertungen der Aktienmärkte vor allem an der Wall Street gerechtfertigt? Kann man das rechtfertigen, wenn derzeit die Wirtschaft ja geradezu kollabiert? Dann kann man es eigentlich nur rechtfertigen, dass da eine glänzende Zukunft vor uns liegt. Und diese glänzende Zukunft ist in gewisser Weise eingepreist, insoweit sind wir ja nicht entfernt von den Allzeithochs. Und klar kann man sagen, wo sind die Alternativen? Anleihen sind keine Alternative. Irgendwo muss das Geld hin. Das führt wahrscheinlich dann eben auch zu einer solchen Entkoppelung zwischen Bewertungen und der eigentlichen Realität. Aber Bewertungen spielen on the long run immer eine Rolle, auch etwa bei Apple oder den US-Tech-Konzernen. Denn wenn Apple weniger Smartphones, weniger iPhones verkauft, dann haben die auch ein Problem. Schauen wir uns zunächst mal die Realität an, bevor wir dann zur Hoffnung kommen, die heute wieder etwa von Goldman Sachs und Morgan Stanley formuliert wurde. Und dann versuchen wir einen Abgleich mit der Brücke, mit der Fed, und versuchen dann eine ganze Gemengelage mal ein bisschen auf den Punkt zu bringen. Zunächst mal hatten wir, um jetzt mit Europa anzufangen, heute die letzte Veröffentlichung der PMIs, also der Einkaufsmanager-Indizes. Und Sie sehen hier vielleicht die Zahlen, die sind natürlich deprimierend. Da gibt es kein Vertun. Das sind Dinge, die wir in der Finanzkrise bei weitem nicht so gesehen haben. Aus den USA heute die Factory Orders, minus 10% rückläufig im März. Und im März war ja nur der halbe März betroffen. Der Lockdown ja Mitte März eingetreten, während jetzt der April nicht unbedingt besser werden sollte, wo der Lockdown ja mehr oder weniger den ganzen Monat gedauert hat. Hier sehen wir übrigens mal, wie viele US-Firmen, US-Geschäfte ihre Miete bezahlt oder nicht bezahlt haben. Bezahlt haben etwa 5%, 100% der Miete, aber über 40% haben überhaupt keine Mieten bezahlt an die Vermieter, Gewerbeimmobilienvermieter. Wir sehen dann, dass viele offenkundig ausgemacht haben, ja okay, ich zahle die Hälfte. Das sind etwa gut 20%, die einen solchen Deal offenkundig getroffen haben mit dem Vermieter. Aber das sind ja doch Dinge, die ziemlich klar zeigen, was da der Fall ist, wie die Realität aussieht. Ebenso, dass etwa General Electric heute gesagt hat, dieser große amerikanische Mischkonzern, der eben auch Zulieferer ist für Flugzeugindustrie, dass man hier eben aus dem Bereich Maschinenbau viele Leute entlassen wird, nämlich 13.000. Wenn wir hier mal die Flugzeugindustrie uns anschauen, sehen wir, dass wir in etwa 5-6% des normalen Flugvolumens in den USA haben, was sonst der Fall ist oder vor Corona der Fall ist. Ein bisschen Hoffnung gibt da die untere Grafik, wo Sie sehen, dass zuletzt die Leute, die Anzahl der Leute, die durch Security-Checks an Flughäfen gelaufen sind, wieder ein bisschen gestiegen ist. Das kann ein bisschen Hoffnung geben. Autoverkäufe in den USA kollabierend. Und das würde normalerweise noch schlimmer aussehen, wenn nicht hier plötzlich etwas der Fall wäre, nämlich diejenigen, die Autos verkaufen in den USA, die geben sogenannte No-Interest-Loans, also die schenken praktisch den Kredit, verlangen keine Zinsen für den Kredit, den sie geben. Das ist praktisch ein Credit for free. Dadurch sind überhaupt noch wahrscheinlich Autos verkäuflich. Wir sehen, dass die Quote der Autos, die verkauft werden und mit einem solchen No-Interest-Loan versehen sind, bei 25% liegt. Also jedes vierte Auto in den USA wird praktisch mit Geld bezahlt, das man den Leuten erstmal kostenfrei zur Verfügung stellt. Was haben wir noch? Das wird vielleicht das große Thema. Wie lange wird die Arbeitslosigkeit anhalten? In welchem Niveau wird diese Arbeitslosigkeit dann sein? Und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir eben mit der steigenden Arbeitslosigkeit eben auch eine steigende Zahl von Insolvenzen sehen werden. Wir haben heute auch wieder einen großen US-Einzelhändler, der Bankrott oder Insolvenz nach Chapter 11 angemeldet hat. Und die Frage, die sich dann politisch stellt, was wird das für die Wahl, wenn sie denn stattfindet, im November 2020 bedeuten? Kann Trump sozusagen diese Malaise, diesen ökonomischen Kollaps, der derzeit ja passiert und der in die USA ja noch ungleich stärker trifft, weil man eben solche Dinge nicht hat wie Kurzarbeit,
weil man eben sehr stark in dieser Konsumökonomie der Fall ist, wo unglaublich viele Leute eben 2, 3 Jobs haben im Dienstleistungssektor und eben oft in Berufen, in Sektoren, die jetzt richtig gebeutelt sind und die auch absehbar wahrscheinlich Schwierigkeiten haben werden, auf die Füße zu kommen. Wir haben etwa in Deutschland die Meldung des Reiseverbands oder der praktisch die Reiseindustrie, die Interessensvertretung hat gesagt, dass 2/3 aller deutschen Reiseunternehmen direkt von der Insolvenz betroffen sind. Jetzt kommen wir zur Brücke und diese Brücke ist vor allem die Fed. Ich hatte heute Morgen gesagt, dass die Fed ja angekündigt hatte, auch zum Beispiel Junkbond-ETFs zu kaufen, also praktisch Unternehmensanleihen zu kaufen. Jeff Gundlach hatte gesagt, ja bisher haben sie null gekauft, vielleicht hat sich die US-Notenbank deshalb bemüßigt gefühlt, gleich mal hier nachzulegen und sagen, ja, wir werden Anfang Mai anfangen. Also es geht jetzt los, hier nochmal die Aussagen von Jeff Gundlach, der das eben mit aufgedeckt hat. Hier sehen wir Balance Sheet der Fed ist jetzt maßgeblich natürlich nach oben gegangen, Tendenz weiter steigend, auch bei der EZB, by the way, eben durch das ECB Pandemic Emergency Purchase Program, also PEPP genannt, PEP, wie Pep Guardiola. Jedenfalls sehen wir da, dass in der letzten Woche allein 118,8 Milliarden investiert wurden. Und interessant ist, wenn wir uns das mal genau anschauen, was da eigentlich gekauft wird, und dann sehen wir, dass unsere Freunde in Frankfurt vor allem italienische und französische und spanische Anleihen kaufen und bei deutschen Anleihen eher nicht zugreifen. Die werden sozusagen geradezu gemieden. Das heißt, die EZB hat jetzt schon ein richtiges Problem mit dem sogenannten Kapitalschlüssel, also der Quote, wie viel sie sozusagen an Emissionen von einem Land kaufen soll. Das Ganze wird dann praktisch hochgerechnet auf Wirtschaftskraft und Einwohner. Und da muss eigentlich am meisten von deutschen Anleihen gekauft werden, eben wegen der wirtschaftlichen Stärke und der deutschen Ökonomie und eben der Größe derselben. Schauen wir uns aber insgesamt an, dass wir hier in dieser Grafik die Bilanzsummen der Notenbanken sehen, dann sehen wir praktisch dieses Viagra-Element bei der Fed, die am steilsten hier nach oben schießt. Und jetzt kommen wir praktisch zu den Apologeten der Brücke, nämlich den Hoffnungstreibern, die Sell-Side-Analysten der verschiedenen US-Banken, der Wall Street-Banken zum Beispiel, sagt hier Goldman Sachs, ja, in China hat die wirtschaftliche Aktivität ist doch auch wieder, hat sich deutlich erhöht und so weiter. Und wenn wir das im Westen ähnlich schaffen, dann ist doch alles nicht so schlimm morgens, denn ich sage, sell in May and go away, verkaufe im Mai und kommt dann vielleicht im September wieder. Nein, diesmal nicht, diese Korrektur könnte praktisch eine gute Einstiegsgelegenheit sein. Also das ist die Frage, wer hat da recht? Die Apologeten der Hoffnung, die sagen, es wird sozusagen, wie wir in China ja sehen, wo es gut gelaufen zu sein scheint. Ich hatte heute Morgen aber eine Grafik gezeigt, die eben auch zeigte, dass im Dienstleistungssektor, vor allem im Gastrobereich, noch lange nicht wirklich alles normal ist. Etwa 40% weniger derzeit an Restaurantbesuchen von Kinos etc. ja gar nicht zu reden. Schauen wir uns nochmal ein paar interessante Dinge an, die ich Ihnen mitgebracht habe oder die ich persönlich interessant finde. Mike Santoli von CNBC hat eine Quelle bei einem amerikanischen großen Broker, der sagt, ja, wir sehen, dass die Positionierung der Investoren immer noch zu negativ ist, vor allem auch bei Hedgefonds, aber auch bei Retail, also normalen Privatkunden. Und sagt dieser Broker hier, ich glaube nicht, dass wir nochmal einen großen Rücksetzer bekommen. Das passt so ein bisschen zu Goldman Sachs, zu Morgan Stanley, den Aussagen vorhin. Wir haben beim S&P einen 30% Rebound gesehen vom Tief und damit seien mehr als 50% der Verluste wieder gut gemacht. Das hat es noch nie gegeben in einem Bärenmarkt seit 1930, so dieser Broker. Und wenn wir uns mal diese Erholung dann im Bild anschauen, dann sehen wir, ja, das ist in der Tat schon beeindruckend gewesen, was man da von den Märztiefs wieder nach oben gemacht hat. Aber die Frage ist, geht es vielleicht so, wie es im Jahr 1918 bis 1933 gelaufen ist? Heutzutage passieren die Dinge ja schneller. Dementsprechend hier Sokolov, ein bekannter amerikanischer Investor, hatte die Frage gestellt, ob wir da bestimmte Parallelen sehen werden. Und wir sehen, und das widerspricht nach meiner Auffassung dem, was dieser Broker sagt, dass jetzt vor allem bei amerikanischen Brokern Privatkunden massenhaft eingestiegen sind, die das Trade-Volumen massiv gestiegen ist und die allermeisten Leute gehen nicht short, sondern die sind auf der Long-Seite unterwegs. Wir sehen, dass seit die Gebühren abgeschafft wurden durch Charles Schwab war der Erste und dann sind TD Ameritrade, E-Trade gefolgt etc., ist das Handelsvolumen bei den Privatkunden massiv nach oben gegangen. Die sitzen also alle auf der Long-Seite
Und vielleicht, das werden wir sehen, passiert eben Ähnliches wie im Jahr 2000, als der Nasdaq auch massiv gefallen ist, nämlich 40%, um dann 42% wieder zu steigen und praktisch zum 61,8er Retracement zu laufen. Das ist diesmal auch passiert und dann kam aber ein Fall von 43%. Große Frage, ob das wieder so passiert. Wird darauf ankommen, vorwiegend was in den USA mit Corona-Krise passiert, wie viele Infizierte haben wir, wie hoch sind die Opferzahlen. Wir sehen, dass wir hier eigentlich relativ stabil uns seitwärts bewegen. Wir sehen also nicht, dass jetzt die Zahlen deutlich nach unten kommen und die Trump-Administration selbst rechnet mit 3000 täglichen Opfern Anfang Juni, das wären also mehr als derzeit. Das heißt, da ist momentan noch keine wirkliche Änderung in Sicht. Und jetzt kommt eben vielleicht dieser Punkt, der noch wichtig wird, nämlich diese Auseinandersetzung zwischen den USA und China, dieser große Machtkampf, der sich ja andeutet. Navarro, Wirtschaftsberater, hat heute gesagt, ja, wir müssen uns praktisch selbst versorgen, wir müssen amerikanische Produkte kaufen und Chinas Handhabung der ganzen Corona-Geschichte ist ein viel größeres und wichtigeres Thema als der ganze Handelskrieg. Das lässt doch aufhorchen. Abschließend schauen wir uns mal die Charts an. Was wir hier sehen, ist Le DAX, der bei 10.485 handelt. Ist nicht so wahnsinnig viel passiert im heutigen Tagesverlauf. Es war ja am Freitag Feiertag an der Börse hier. Dementsprechend holt man das heute nach. Man hat damit einen Gap nach unten eröffnet. Und handelt sich jetzt seitwärts, die Charts von Capital.com, meine Damen und Herren. Bevor ich es vergesse, wir sehen den S&P 500 jetzt bei aktuell 2815 Punkten. Und wir sehen Gold, das sich aktuell halten kann über die 1700er Marke, 1705. Und das amerikanische Crude Oil versucht sich ein bisschen zu erholen bei $21,46. Also das vielleicht so an einem Handelstag, der nicht so fürchterlich spannend war, wo nicht so fürchterlich passiert ist, man hat so ein bisschen die Ereignisse vom Freitag und vom Wochenende verarbeitet, klar. Aber es ist eben vielleicht grundsätzlich so, dass die Aktienmärkte auf der Suche sind, wie können wir Dinge bewerten, wie können wir Dinge einordnen. Das sind zunächst mal die Fakten, die sprechen, glaube ich, eine sehr eindeutige Sprache. Und die Auswahl, die ich heute hier gebracht habe, die ist ja nicht wirklich jetzt geradezu herbeigeholt oder irgendwie sehr einseitig, sondern das sind einfach die Tatsachen. Und dann gibt es die Hoffnung, dass alles wieder gut wird, aber das hängt eben vor allem an den USA, an den Corona-Zahlen in den USA. Ob das gelingen kann, hängt davon ab, wie insgesamt die ganze Epidemie, Pandemie beherrscht werden kann. Und die Frage, die sich stellt, ob die Liquiditätszusagen der Notenbanken letztendlich die Bewertungen, die extrem hoch sind, nach wie vor in den USA, vor allem viel höher als woanders, ob die gerechtfertigt sind, ja oder nein. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren Abend und sage Ihnen Servus und Ciao.